Michael. Ja, Mist, da wollte ich aufstehen. Eine ausgezeichnete Idee. nee, Quatsch. Hä? Ah, sehr gut gemacht, Dr. Tessor. Und, was sag ich nochmal? Der Grund meines Besuches ist der folgende. Es gibt immer noch ein kleines, unbeugsames, rebellisches Dorf, das nicht aufhört, dem Imperium Widerstand zu leisten. Sehr geil. Mach das mal ohne Lachen, das ist geil. Und das Leben ist nicht leicht für die imperialen Legionäre. Ach, mein Finger ist an. Okay, nochmal. Hab ich da gerade richtig gehört? Ihr wollt Geld für Essen ausgeben? Tickt ihr doch ganz richtig? Was kommt denn als nächstes? Sauerstoff? Für sämtliche eure Grundbedürfnisse oder was? Wollt ihr noch Geld haben für die Verdrängung des Raumes um euch herum? Was? Bist du noch bei... Okay, nochmal. Das ist doch ganz leicht erklärt. Also, als damals der erste Klon da auftrat, so lass doch nicht lachen. Dass er. Ah. Okay, ja, ich habe nicht mehr so viel. Und dann gab es einen Knall und auf einmal der Urknall. So weißt du, was ich das ganz leicht erklärt. Also, wo lasse ich jetzt schon? Das ist voll schwer. Oh Mann, Luis, habe ich gekleckert. Jetzt muss ich mich umziehen. Herr Dr. Tessor, es kommt gerade ein Anruf aus unserem. Nochmal. Es kommt gerade ein Anruf aus unserem Tier. Durchstellen! Ah, Scheiße, ich hab die Brille vergessen. Die Stimme aus dem Off. Oh, Max, jetzt ist gut. Mach schnell. Ach ja. Engel. Doch, es war der einzige. Doch, es war. Doch, er war der einzige Kollege, den ich hier hatte. Ich darf so nicht hoch. Eins hat mir aufgetragen, entschuldige nochmal, dass ich mich um dein Quartier kümmern soll. Aber ich habe da gewisse Probleme. Weißt du, wenn du deine Sith-Seite in dir hast, dann möchtest du es ja dunkel haben. Und wenn du Jedi bist, dann möchtest du es hell haben. Damit kann ich nicht richtig arbeiten. Darum habe ich mich jetzt einfach entschieden, dein Zimmer in zwei Hälften zu teilen. Die eine Hälfte ist hell und beleuchtet und die andere Hälfte ist düster und abgedunkelt. Ich hoffe, dass es... Diese Menschen hier haben wahrscheinlich schon mehr Menschen in ihrem ganzen Leben umgebracht, als sie überhaupt gesehen haben. Ich habe einen wunderschönen Lebkuchen gebraten. Oder hätte ich ihn vielleicht doch schmoren sollen? Ratchet aus der IT. Ratchet aus der IT. IT. Oh, ich hab dich so lieb. Ratchet aus der IT-Abteilung? Entspannt. Also entspannt gucken. Wie soll ich denn so entspannt gucken? Das geht doch gar nicht. Mörder ist vielleicht auch ein wenig weit gefasst. Ich würde es eher als eine Art notwendiges Übel bezeichnen. Ich meine, das gehört ja dazu. Im Kriegsbusiness heutzutage ist es ja nicht leicht, jederzeit überall gleichzeitig permanent anwesend zu sein. Ich verstehe das doch sicher, oder? Ja, darum ist es auch von allen... Ratchet aus der Welt. Nimm Deus Mio. Allmacht in den eigenen Reihen. Ich bin so bewegt. Das inspiriert mich zu einem Lied. Nein, okay, es reicht. Deus Mio ist ein Mord. Ich bin Barry. Hä? Du hast gegeben die Schatzkammer nicht her! Ja? Wissen Sie eigentlich, was willst du von mir, Grieche? Das aufhört. Ach so. Ja, okay. Lass es mir. Nummer 6. Auftragskiller, Meister. Schütze. Das ist ja Sido, der. Wie Sie wünschen. Astrid! Ja. Verdammt, du warst gut. Okay, nochmal.